Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Video. Letztens haben wir uns ja die BPL-Trikots angeschaut und deswegen schauen wir uns heute die Bundesliga-Trikots an. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Liga wir als nächstes machen sollen. Zum Beispiel Serie A, Liga BBVA oder vielleicht auch Ligue 1. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr FIFA 16 Stuff sehen wollt. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten Trikot. Bevor wir aber reinstarten, wollte ich noch schnell sagen, dass diese Trikots in keinem Ranking stehen. Das heißt, das ist jetzt nicht das letzte Trikot und dann am Ende ist dann das beste Trikot. Ich habe einfach Trikots ausgewählt, die einfach besonders sind oder halt eben die Trikots von den Top-Clubs oder einfach Trikots, die einfach richtig, richtig nice oder richtig scheiße aussehen. Ich habe einfach die besondersten Trikots sozusagen rausgesucht und dann können wir jetzt auch starten. Wie ihr schon sehen könnt, kommt das erste Trikot gleich mal von Hoffenheim. Ich finde das Trikot nicht allzu gut, das ist nämlich das Heimtrikot. Ich finde das Auswärtstrikot sieht eigentlich wesentlich besser aus, deswegen schauen wir uns das gleich mal an. Das ist also das Auswärtstrikot von Hoffenheim. Ich finde, es sieht eigentlich besser aus, denn dieses Dunkelblau, das sieht irgendwie cool aus und ich denke, das kann man in FIFA 16 auf jeden Fall besser nutzen. Das nächste Trikot ist dann das von Bayern München und ich finde, das sieht wesentlich besser aus als das vom letzten Jahr. Letztes Jahr war das ja blau-rot und ich finde, das hat richtig kacke ausgesehen. Aber dieses Jahr hat es ein ziemlich edles Design. Ich finde einfach dunkelrot steht denen viel, viel besser als so ein komisches, gestreiftes Design. Und dann schauen wir uns auch noch das Auswärtstrikot an. Und da haben wir dann das Auswärtstrikot von Bayern München. Natürlich ist es weiß, das kann man schon fast so sagen. Letztes Jahr, also in FIFA 15, hat es mir eigentlich auch richtig gut gefallen. Da hat es nämlich auch so transparente, graue Streifen gehabt. Dieses Jahr hat es ein wesentlich schlichteres Design, T-Mobile natürlich immer noch als Sponsor und ich würde sagen, alles in allem haben sie sich dieses Jahr etwas zurückgehalten. Als nächstes haben wir dann das Trikot von Mainz 05 und zwar das Auswärtstrikot. Oben ist es blau, auf den Seiten bei den Ärmeln ist es dann rot und ganz unten, da ist es dann gelb. Ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, die haben einen neuen Sponsor, ich bin mir gerade gar nicht sicher und ja, sonst finde ich das Trikot eigentlich ganz okay. Das nächste Trikot kommt dann von Eintracht Frankfurt und man kann es gar nicht glauben, aber das ist das Heimtrikot von ihnen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das das Auswärtstrikot ist, weil es einfach sehr, sehr schwarz gehalten ist. Aber eigentlich finde ich das Design richtig, richtig cool. Diese ganz, ganz dünnen roten Streifen, Nike als Sponsor dann noch und Alfa Romeo in der Mitte und dann noch das Eintracht-Wappen. Also ich finde, alles in allem sieht das Trikot richtig, richtig cool aus. Ich weiß gar nicht, ob es in FIFA 15 so ein ähnliches Trikot schon gab, denn irgendwie diese Art von Trikot kommt mir ziemlich unbekannt vor und deswegen schauen wir uns dann auch noch das Auswärtstrikot an. Das Auswärtstrikot ist einfach sehr, sehr schlicht in schwarz und weiß gehalten, aber ganz ehrlich, ich finde, das sieht auch richtig, richtig cool aus. Dieses Alfa Romeo Wappen in der Mitte, das passt einfach richtig gut, dann das Eintracht Frankfurt Wappen und dann noch das Nike Zeichen. Ich finde, alles in allem passt es einfach richtig gut zusammen, nur schwarz und weiß. Es könnte sogar sein, dass das hinten schwarz ist, denn auf der Seite erkennt man schon so schwarze Ansätze. Vielleicht ist das aber auch nur auf der Seite und hinten ist es wieder weiß, das weiß ich nicht genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Trikot. Und da haben wir das Trikot von Dortmund und die haben ja 4:0 gewonnen gegen Mönchengladbach und das Trikot, finde ich, sieht auch richtig cool aus, einfach schlicht gehalten, das passt einfach ganz genau zu Dortmund. Und dann schauen wir uns auch noch das Auswärtstrikot an. Das Auswärtstrikot ist dann eigentlich auch nicht wirklich was Besonderes. Bei den Schultern ist es dann eigentlich gelb und beim Kragen sozusagen ist es schwarz und bei den Ärmeln wieder schwarz. Sonst sieht es eigentlich genauso aus wie ein Dortmund-Trikot, ein Auswärtstrikot von Dortmund. Einfach aussehen sollte, einfach nicht wirklich was Besonderes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Trikot. Der Aufsteiger Darmstadt hat auf jeden Fall auch ein richtig cooles Trikot, dieses Blau an sich, die Farbe ist einfach eine richtig, richtig gute. Das Darmstadt Wappen sozusagen, dann nach unten transparent in Dunkelblau eingebaut, das sieht einfach richtig, richtig cool aus. Sehr schlicht gehalten in Blau und Weiß und deswegen finde ich das einfach ein richtig gutes Trikot. Das nächste Trikot kommt von Leverkusen, von Bayer Leverkusen. Da finde ich ehrlich gesagt persönlich richtig, richtig cool. Dieses Design an sich finde ich einfach mega. Also dieses Rot-Schwarz, das würde ich auf jeden Fall in FIFA 16 nutzen zu 100%. Denn das sieht auf dem Feld auf jeden Fall richtig cool aus. Das nächste Trikot kommt dann von Mönchengladbach und das Trikot finde ich eigentlich richtig cool. Das ist das Auswärtstrikot von ihnen. Dieses Muster da oben, das sieht einfach mega nice aus. Aber das Einzige, was mich hier an diesem Trikot stört, ist einfach dieses Postbank-Logo in der Mitte. Das passt einfach wirklich 0, gar nicht hier rein. Also das passt wirklich überhaupt nicht rein. Diese Farben, die stören einfach richtig. Aber sonst ist es ein richtig gutes und gelungenes Trikot. Man möchte es gar nicht glauben, aber das ist tatsächlich das Heimtrikot von Wolfsburg. Man könnte jetzt glauben, okay, das ist das Auswärtstrikot, denn das Heimtrikot ist immer grün, das Auswärtstrikot dann weiß. Dieses hier haben sie es ein bisschen umgedreht und das ist das Heimtrikot. Vom Design her sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus wie letztes. Auch noch das Auswärtstrikot an.
Das Auswärtstrikot sieht dieses Jahr auf jeden Fall richtig, richtig scheiße aus. Letztes Jahr war das einfach viel besser, aber dieses Jahr ist das einfach irgendwas, wie ich finde. Es sieht ein bisschen aus wie das Heimtrikot von Bayern letztes Jahr. Also es sind da halt drei Farben drinnen. Letztes Jahr bei Bayern war es nur blau und rot, aber ich finde das Design an sich sieht einfach aus wie aus den 80er Jahren. Deswegen finde ich das nicht so cool. Das Auswärtstrikot von Hannover 96 sieht ein bisschen so aus wie das Auswärtstrikot aus FIFA 15 von Mönchengladbach. Die Farben sind ziemlich, ziemlich ähnlich. Der Sponsor ist natürlich ein anderer und ich glaube auch die Marke. Also Jaco hat Mönchengladbach nicht als Sponsor, denke ich, weiß ich jetzt aber auch nicht genau. Dann haben sie, glaube ich, einen neuen Sponsor, Heinz von Heiden. Sieht auf jeden Fall richtig lustig aus. Und sonst sieht das Trikot eigentlich nicht schlecht aus, denn dieses Grün und Schwarz, das passt einfach richtig gut zusammen. Und deswegen ist es eigentlich ein gelungenes Trikot. Das nächste Trikot ist dann das Auswärtstrikot von Hertha BSC Berlin. Das sieht eigentlich auch so aus wie immer. Hertha BSC Auswärtstrikots sehen einfach genauso aus wie das hier. Ich finde es einfach ein richtig cooles Design. Einfach sehr, sehr schlicht. Nike-Zeichen. Das kann man auf jeden Fall richtig gut benutzen. Das Auswärtstrikot vom HSV gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Dieses Muster sieht einfach richtig cool aus. Und wenn man genauer hinsieht, sieht man sozusagen im rechten unteren Bereich dieses HSV-Zeichen im Muster drinnen. Das sieht einfach nur mega aus. Da haben sie sich echt was richtig Cooles überlegt. Dann noch oben dieses Orangene. Das ist wirklich ein sehr gelungenes Trikot. Das Auswärtstrikot von Werder Bremen sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, aber ich finde es jetzt auch nicht so gut. Ich wollte es euch einfach nur mal gezeigt haben. Und da haben wir auch schon das nächste Auswärtstrikot. Es sind sehr, sehr viele Auswärtstrikots dabei, weil die einfach meistens am besondersten aussehen. Genauso wie das Trikot von Stuttgart. Das sieht einfach sehr, sehr edel aus. Also dieses Puma-Zeichen an Mercedes-Benz-Bank. Das passt einfach richtig gut da drauf. Und deswegen ist es auch ein richtig cooles Trikot. Und dann sehen wir uns auch schon beim allerletzten Trikot. Das Auswärtstrikot von Köln ähnelt eigentlich auch sehr dem Auswärtstrikot von Stuttgart. Deswegen finde ich es eigentlich auch ein cooles Trikot, diese roten Streifen. Die passen da richtig gut rein, also diese dunkelroten. Sonst ist es eigentlich sehr schlicht gehalten und es ist einfach ein richtig cooles Trikot geworden. Das war es jetzt auch schon wieder mit den heutigen FIFA 16 Trikots. Schreibt mir wie gesagt gerne die nächste Liga rein, zum Beispiel Serie A, Liga oder Liga BBV oder vielleicht auch eine ganz andere Liga. Da kann ich mich dann auf jeden Fall umschauen und dann werde ich die euch nächstes Mal präsentieren. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video gefällt, falls ihr wie gesagt mehr FIFA 16 Stuff sehen wollt. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video und ich verabschiede mich und sage wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.